Alle unsere Hörspiele hört ihr in besserer Qualität und ohne nervige Werbeunterbrechung auf Spotify, Apple Music und Co. Stundenlang. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf den ersten Link in der Beschreibung zu gehen, unserer Playlist zu folgen und gemütlich loszustreamen. Und jetzt geht's los hier mit der Geschichte. Meine Kindheit war die absolute Hölle. Der Grund dafür ist mein älterer Bruder Yannick. Er ist 17 und ich bin 15. Ich kann nicht ausdrücken, wie stark und tieffliegend der Hass in mir ist. Der Hass, den ich für ihn empfinde. Ich sehe Yannick auch nicht als meinen Bruder, sondern als den Jungen, der einfach nur von derselben Mutter wie ich geboren wurde und denselben Vater hat wie ich. Hört sich jetzt vielleicht erst einmal krass an, aber glaubt mir, ihr werdet mich verstehen, sobald ich euch erzählt habe, was Yannick mir alles angetan hat. Zunächst einmal ist es jedoch wichtig zu wissen, dass wir beide ohne Vater groß geworden sind. Kurz nachdem meine Mutter schwanger mit mir wurde, verließ er unsere Familie. Für immer. Ich habe ihn nie kennengelernt. Ich war genau wie Yannick ein Versehen. Meine Eltern wollten eigentlich keine Kinder haben. Wenn ihr wissen wollt, wie das passieren konnte, fragt mich besser nicht. Ich verstehe es selber nicht. Die Geschichte, dass man ein Kind bekommt, weil man nicht aufgepasst hat, kennt man ja nur zu gut. Dass das allerdings gleich zweimal direkt hintereinander passiert, habe ich sonst aber auch noch von keinem anderen gehört. Naja, jedenfalls hat unsere Mutter uns alleine großgezogen. Als sie Yannick bekam, war sie gerade mal 20. Ihre Eltern waren zu diesem Zeitpunkt schon längst tot. Sie war also ganz auf sich alleine gestellt und lebte mit uns eine sehr lange Zeit in einer kleinen, engen und dreckigen Wohnung in der Stadt. Dazu kam noch, dass meine Mutter Alkoholprobleme hatte. Sie gehörte zwar nicht zu den ganz schlimmen Fällen, doch trotzdem griff sie oft zur Flasche, um ihre Probleme darin zu ertränken. Ihr könnt euch also vorstellen, dass Yannick und ich nicht die besten Voraussetzungen und alles andere als eine leichte Kindheit hatten. Leider bekamen wir auch nicht viel Hilfe. Ich denke aber trotzdem, dass das Ganze letztendlich völlig okay gewesen wäre. Ohne Vater aufgewachsen gut, Mutter mit Alkoholproblemen, ist nun mal so. Wohnen in schlechten Verhältnissen. Okay, das alles hätte ich schon verkraftet. Nein, nicht nur das. Ich bin mir sicher, dass es mich letztendlich sogar stark motiviert hätte, etwas aus mir zu machen, zu kämpfen, um aus diesen Verhältnissen herauszukommen, um meinen zukünftigen Kindern etwas bieten zu können. Aber wie schon gesagt, das Schlimmste an meiner Kindheit waren nicht die genannten Umstände, sondern Yannick. Da meine Mutter ja Alkoholprobleme hatte und auch noch arbeiten musste, konnte sie nicht so oft für uns da sein. Und so waren Yannick und ich oft alleine. Yannick ist der ältere von uns beiden. Er war immer größer, stärker, schneller und schwerer als ich. Er konnte mit mir machen, was er wollte. Und das hatte er auch, ohne irgendwelche Skrupel. Ich kann mich an keinen Tag zurückerinnern, an dem er mich nicht verprügelt hat. Ich war schon 10-mal im Krankenhaus wegen ihm. Aber beim Verprügeln ist es nicht nur geblieben. Er hat sich immer schönere Dinge einfallen lassen. Sein Liebling war zunächst, meine Hand auf die heiße Herdplatte zu pressen. Damit fingen die wirklich schlimmen Sachen an. Je älter wir wurden, desto grausamer wurde Yannick. Er fing an, Dinge zu tun, wie meinen Kopf in die Toilette zu drücken oder in die Badewanne mit eingelaufenem Wasser. Ein paar Mal dachte ich wirklich, dass er nicht mehr von mir ablassen und ich hier sterben würde. Ihr fragt euch sicher, wie so etwas möglich sein kann, dass er mir so etwas tagtäglich antun konnte. Es hört sich vielleicht schon unglaublich an, aber glaubt mir, es war möglich. Natürlich bin ich zu meiner Mutter gerannt, hunderte Male. Es hat nichts gebracht. Yannick hat zwar immer einen riesen Ärger bekommen und viele Ohrfeigen, aber das hat ihn nie davon abgehalten, beim nächsten Mal einfach weiterzumachen. Im Gegenteil. Wenn ich, wie er immer gesagt, gepetzt hatte, bestrafte er mich dafür dann immer noch härter. Als ich dann merkte, dass es absolut nichts brachte, etwas zu sagen, außer noch größeren Schmerzen, dann habe ich einfach irgendwann den Mund gehalten. Nur einmal habe ich mich einem Lehrer anvertraut, der sich auch ehrenvoll eingesetzt hat, hat mit dem Jugendamt und der Polizei geredet, da war ich 12. Aber auch das hat letztendlich nichts genützt. Heute hat sich an unserer Situation nicht viel geändert. Klar sind wir jetzt älter und Yannick macht diese krassen Folterdinger nicht mehr mit mir. Aber trotzdem leide ich immer noch stark unter ihm. Meine Mutter arbeitet den ganzen Tag und wir sind auch jetzt noch immer zu zweitags über. Ich meide ihn natürlich so gut es geht. Ich gehe nachmittags nach der Schule meistens zu Freunden und bin in vielen Sportvereinen. Ich versuche es mir einzurichten, immer so spät wie möglich nach Hause zu kommen, um Yannick aus dem Weg zu gehen. Aber immer geht das natürlich nicht. Und darüber hinaus müssen Yannick und ich den Haushalt machen, weil meine Mutter ja noch arbeitet. Das führt bei uns immer zum Streit, wer was wegräumt und so weiter.
Das resultiert meistens dann darin, dass Yannick mich verprügelt und ich das machen muss, was er sagt. Doch das beschränkt sich nur auf den Haushalt. Häufig sind Yannicks Freunde bei uns zu Besuch. Unsere Wohnung, auch wenn sie schäbig ist, bietet sich natürlich super dafür an. Es ist halt cool, wenn man sturmfrei hat. Yannick und seine Jungs trinken dann immer hier und hören dabei laute, asoziale Songs. Wenn seine Jungs hier sind, zwingt Yannick mich manchmal, ihnen irgendwas zu holen oder zu bringen. Essen oder halt irgendwas, was sie gerade brauchen. Ich finde es unfassbar, wie unterschiedlich wir beide werden konnten. Yannick ist der furchtbarste und bösartigste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Das sieht man ihm schon an seinem Gesicht an. Man merkt sofort, dass er ein aggressiver Typ ist. Die Prügeleien, Delikte und Strafanzeigen, die er deswegen hatte, kann ich schon gar nicht mehr aufzählen. Er klaut regelmäßig und ein paar Mal hat er einfach so mit seinen Freunden zufällig irgendwelche Passanten angemacht und verdroschen. Ich bin trotz allem, was ich durchmachen musste, ein lieber Kerl geworden. Ich verabscheue Gewalt. Hab mich nie geprügelt, obwohl ich manchmal wünschte, dass ich es hätte, damit ich mich gegen Yannick wehren kann. Ich bin zwar nicht der Schlauste, aber trotzdem habe ich gute Noten, weil ich fleißig bin. Ich möchte, dass etwas aus mir wird und ich möchte so schnell wie möglich raus aus diesem Loch. Ich kann es kaum erwarten, bis ich weg bin und Yannick nie wiedersehen muss. Freunde habe ich auch viele und nicht diese Assi-Freunde wie Yannick, sondern wirklich gute Freunde. Ich kann mich also glücklich schätzen, eigentlich. Ja genau, eigentlich. Ich kann eigentlich nur eigentlich sagen, denn, wie bereits gesagt, die schlechteren Umstände meiner Kindheit wären kein Problem gewesen, aber die jahrelange Tortur durch Yannick hat natürlich Spuren hinterlassen. Spuren, die ich zuerst gar nicht bemerkt hatte, weil sie so subtil waren, weil ich immer alles in mich hineingefressen habe. Doch so langsam lerne ich auch meinen inneren Dämon kennen. Ich weiß, dass ich ja eigentlich ein guter Junge bin und dass ich es bald geschafft habe. In 3 Jahren habe ich die Schule beendet. Danach werde ich sofort ausziehen und Yannick ist dann Geschichte. Aber kann ich noch so lange warten? Ich möchte nicht noch so lange warten. Und ich möchte Rache. Rache für alles, was er mir angetan hat. Ich weiß, dass diese Gedanken schlecht sind und ich möchte ja auch, dass sie weggehen, aber ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Mit jedem Tag, der vergeht und mit jeder weiteren schlimmen Aktion meines Bruders, werden diese Gedanken stärker. Und ich habe das Gefühl, dass bald etwas Furchtbares passieren wird. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war das Gefühl stärker als jemals zuvor. Und auch während des Unterrichts in der Schule hat es nicht nachgelassen. Jetzt sitze ich hier und höre, wie die Schulglocke ertönt und den Unterricht beendet. Langsam packe ich meine Sachen zusammen und gehe nach draußen. Dort treffe ich mich noch mit meinen Freunden. Sie fragen mich, ob ich Lust habe, mit Kicken zu gehen und anschließend zu Alex mit nach Hause ein bisschen PlayStation zocken und einen Film zu gucken. Ich muss überlegen. Wenn ich jetzt mitgehe, dann werde ich erst spät abends wieder nach Hause kommen. Zu diesem Zeitpunkt wird meine Mutter schon längst wieder da sein. Perfekt, das ist doch die Lösung. Wenn heute wirklich etwas Schlimmes passieren wird, dann ist das doch die beste Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen. Wenn ich Yannick heute gar nicht erst sehe, wird auch nichts geschehen. So simpel ist das manchmal. Ich lache und will ein freudiges "Na klar bin ich dabei" von mir geben. Doch dann halte ich plötzlich inne. Ich bringe keinen Ton mehr heraus. Was zur Hölle ist denn jetzt mit mir los? Etwas fragend schauen mich meine Freunde an. Ach Mist, nein, heute nicht. Ich hab's ganz vergessen. Ich muss noch was Wichtiges erledigen, antworte ich. Ich erschrecke mich vor meinen eigenen Worten. Was hab ich da gerade gesagt? Das wollte ich doch gar nicht antworten. Okay, was ist jetzt hier los? Im Ernst jetzt? Ich will doch mit meinen Freunden mitgehen. Dann sag es doch einfach. Nimm deine Worte von gerade wieder zurück und dann hat sich die Sache doch. Aber nein, ich kann es nicht. Stattdessen verabschiede ich mich von meinen Freunden und mache mich auf den Heimweg. Es fühlt sich gerade so an, als ob mich ein unsichtbarer Faden nach Hause ziehen würde. Ich verstehe zwar immer noch nicht, was hier vor sich geht, aber während ich gehe, bin ich ein bisschen wie hypnotisiert. Mein Kopf ist klar und leer. Ich habe nur noch ein Ziel vor Augen. Ich gehe immer schneller. Ich kann es kaum erwarten, zu Hause anzukommen. Als ich vor meiner Haustür stehe, greife ich entschieden meinen Wohnungsschlüssel und schließe auf. Es ist komisch. Ich bin nervös, aber irgendwie auch vollkommen ruhig. Wie schon gesagt, total klar und leer. Ich betrete nun die Wohnung
Aus der Küche höre ich Geräusche. Ich gehe dorthin. Am Küchentisch sitzt Yannick. Er isst gerade sein Mittagessen. Da bist du ja, brummt er. Mach den Abwasch. Da steht viel rum. Los, mach das sofort. Dabei guckt er mich mit seinem aggressiven Blick an. Ich weiß direkt, dass er auf mich losgehen wird, wenn ich ihm nicht gehorche. Ja, antworte ich ruhig und mache mich ans Geschirr. Ich wasche ab, ich trockne ab, ganz in Ruhe. Dabei behalte ich Yannick jedoch die ganze Zeit im Auge und im Ohr. Er schmatzt lauter als dreijährige Kinder. Sag mal, fängt Yannick weiter an zu reden, während er schmatzt. Wer ist eigentlich dieses Mädchen? Die, mit der du so oft rumhängst. Geht dich doch gar nichts an, erwidere ich. Sofort höre ich Yannicks Faust auf den Tisch knallen. Er steht auf. Wie bitte? Brüllt er mich an. Wenn ich dich was frage, dann hast du gefälligst zu antworten. Ist dir das klar? Oder willst du die Gabel hier in deinem Gesicht haben? Ich drehe mich um. Ich sehe meinen Bruder an, wie er da vor mir steht. Aggressiv und gewalttätig. Und tatsächlich mit seiner Gabel in der Hand, die er bedrohlich auf mich richtet. Normalerweise hätte ich es jetzt mit der Angst zu tun bekommen, aber heute ist irgendetwas anders. Mein Herz pocht zwar trotzdem wie verrückt, aber gleichzeitig ist da immer noch diese völlige Ruhe und Entspannung. Wir treffen uns halt ab und zu, antworte ich schließlich. Aha, ab und zu also. Ja, aber ganz schön oft für ab und zu. Aber sie ist wirklich hübsch. Was willst du denn jetzt von mir? Naja, weißt du, ich frag mich nur, wie so ein hübsches Mädchen Interesse haben kann an so einem kleinen, hässlichen Loser wie dir. Hat dich am Haken, was? Sie liebt es, Jungs wie dich auszunutzen, die ihr hinterherlaufen. Die mehr von ihr wollen, sie genießt das. Fassungslos schaue ich meinen Bruder an. Ich sehe, wie er es genießt. Mich so zu demütigen. Nein, das stimmt nicht. Auch sie hat Interesse an mir, erwidere ich knapp. Oh, auch sie hat Interesse an mir, äfft mein Bruder mich nach. Dass ich nicht lache. Wer hat denn schon Interesse an so einer kleinen Ratte wie dir? Das muss ich mir hier nicht anhören, sage ich und will die Küche gerade verlassen, doch mein Bruder stellt sich mir in den Weg. Bedrohlich kommt er auf mich zu. Er kommt mit seinem Kopf ganz nah an meinen. Wir sind fast gleich groß, doch er ist ohne Zweifel stärker als ich. Hör zu, sagt er zu mir. Zwar in einem Tonfall, der noch bedrohlicher ist als sonst. Du wirst dich mit diesem Mädchen nicht mehr treffen. Hast du kapiert? Während Yannick das sagt, werden seine Augen noch größer. Er sieht jetzt aus wie ein Psychopath. Zuerst weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. So erschrocken bin ich. Amelie, also das Mädchen, das ich treffe, war noch nie ein Thema. Ich wusste jetzt gar nicht, dass er überhaupt weiß, dass sie existiert. Warum? Frage ich nun zurück. Einfach, weil ich es dir sage. Klar, jemand wie du hat kein hübsches Mädchen verdient, hast du verstanden? Also, wenn ich dich noch einmal mit ihr sehe, dann setzt es was. Jetzt spüre ich meine Wut in mir hochkochen. Das Adrenalin durchsteigt meinen Körper. Okay, tu, was du willst, knurre ich. Du schlägst mich schon mein ganzes Leben lang. Denkst du, das macht mir irgendwie noch Angst? Mein Bruder beginnt zu grinsen. Seine Augen weiten sich noch einmal mehr. Das kann schon sein, erwidert er. Aber was ist mit deinem Mädchen? Amelie heißt sie, nicht wahr? Sie ist doch so unschuldig. Ich weiß, wo sie wohnt, mein Lieber. Und du möchtest doch nicht, dass ihr Böses widerfährt, oder? Dass sie auf dem Weg nach Hause auf einmal angegriffen wird. Oh, ich kann es auch als Unfall tarnen. Ich starre Yannick an. Das, was ich jetzt spüre, ist keine Wut mehr, sondern pure Aggression. Ich erkenne den Menschen nicht, der da vor mir steht. Ist das wirklich mein Bruder? Wie kann so jemand nur mein Bruder sein? Kurz dachte ich, er hätte auch ein Auge auf sie geworfen und wäre nun eifersüchtig. Aber nein, das ist es nicht. Er kann es nur nicht haben, dass sein kleiner Bruder gerade glücklich ist, während vor ihm die Mädchen immer weglaufen. Und er ist wirklich bereit, so weit zu gehen, um dieses Glück, das ich habe, zu zerstören. Bevor ich handle, schießt nur ein Wort in meinen Kopf. Warum? Was habe ich diesem Menschen jemals getan? Was habe ich getan, dass er mich jahrelang gefoltert hat? Aber ich komme nicht dazu, ihm diese Frage zu stellen. Denn in diesem Moment kommt alles hoch. Jede einzelne Prügelattacke, jede einzelne Tortur. Alles, was mein Bruder mir jemals angetan hat. Zusammen mit seiner Drohung, dass er Amelie, das Mädchen, das ich mag, etwas Schlimmes antun wird. Und dann schreie ich. Es ist ein Kriegsschrei.
In diesem Moment ist alles andere weg. Das Einzige, was ich sehe, ist mein Bruder, der vor mir steht. Und das Einzige, was ich spüre, ist der blanke Hass. Ich sehe meinem Bruder in die Augen. Ich sehe in dieses angsteinflößende Gesicht. Und ich spüre auch Angst. Ja, ich spüre riesige Angst. Aber diese Angst ist mir egal. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Und so tue ich auch zum ersten Mal in meinem Leben das, was ich schon längst hätte tun sollen. Ich stürme auf meinen Bruder los. Ich schlage ihn nicht. Nein, ich reiße ihn sofort zu Boden mit einer ungeheuren Kraft. Zusammen knalle ich mit ihm auf die kalten Fliesen. Mein Bruder stürzt heftig mit dem Kopf auf. Er versucht sich zu wehren, aber der Aufschlag benebelt ihn. Mit seinen Armen versucht er sich irgendwie zu verteidigen. Doch er hat keine Chance. Meine Raserei macht mich stärker als ein Gorilla. Denn jetzt schlage ich zu. Ich schlage meinem Bruder ins Gesicht. Immer und immer wieder. Dann in die Brust, dann in den Magen, dann wieder ins Gesicht. Ich lasse alles raus. Absolut alles. Ich höre auch nicht auf. Und ich werde auch nicht aufhören. Während ich auf meinen Bruder einschlage, schreie ich einfach weiter. Irgendwann kommen meine Ellenbogen dazu. Mein Bruder ist nun unfähig, sich auch nur ein kleines bisschen zu wehren. Ich glaube, jetzt ist er bewusstlos. Und trotzdem mache ich weiter. Ich schlage zu und immer weiter auf ihn ein. Erst nach ein paar Minuten höre ich auf. Keuchend erhebe ich mich. Und dann sehe ich auf ihn herab. Ich sehe den leblosen Körper meines Bruders. Ich sehe den Menschen, der mein Leben zur Hölle gemacht hat. Den Menschen, den ich über alles hasse. Er atmet nicht mehr. Er ist tot. Ich spüre Erleichterung. Endlich. Nach so vielen Jahren. Nach so vielen Jahren habe ich es endlich getan. Jetzt bin ich frei. Und Amelie ist in Sicherheit. Denn ich bin mir ganz sicher, dass das, was er da gerade eben gesagt hat, keine leeren Worte waren. Jetzt stoße ich einen Jubelschrei aus. Ich weine vor Freude. Janik ist tot. Er ist nicht mehr. Er kann mich nie wieder schlagen. Endlich ist es vorbei. In der Sekunde klingelt es an der Tür. Verdammt, das muss meine Mutter sein von der Arbeit, die ihren Schlüssel vergessen hat. Ich kann nicht anders. Ich öffne die Tür und lasse sie herein. Als sie sieht, was passiert ist, bricht sie weinend zusammen. Und in diesem Moment merke ich, dass es doch falsch war, was ich getan habe. Es gibt kein Auge um Auge, Zahn um Zahn. So funktioniert die Welt nicht. Ich habe mich zwar von meinem Peiniger befreit, aber ich habe auch meiner Mutter große Schmerzen zugefügt. Und ich weiß nicht, ob ich jemals damit leben kann. Diese Geschichte ist jetzt leider schon zu Ende. Aber ihr könnt ganz einfach weiterhören. Und zwar ohne Werbeunterbrechung und Stunden über Stunden. Mit den neuesten Stories immer geupdatet. Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung. Und folgt unserer Playlist auf Spotify oder Apple Music oder Amazon Music. Startet den ersten Track und dann könnt ihr gemütlich einschlafen zu unseren Hörgeschichten. Wir freuen uns auf euch. Erster Link in der Beschreibung.